Moin, moin, liebe Freunde der Rautenperle und des HSV. Ja, was war das für ein Spiel? 0-5 zu Hause verloren gegen Regensburg. Das hatten nicht viele so erwartet, um nicht zu sagen keiner. Dennoch werden wir über dieses Spiel sprechen und da es relativ schnell schon wieder ins nächste Spiel geht, am Donnerstag bei Greuther Fürth und dann natürlich am Sonntag zum Derby, haben wir noch zwei andere Spiele, die uns bevorstehen, über die wir auch sprechen werden. Vielleicht auch besser so, denn über das Spiel gestern zu reden, das macht nicht so viel Freude. Zumindest behaupte ich einfach mal, dass sich keiner von uns hier in diesem Raum über dieses Spiel freuen konnte. Marinus Pester, einmal zu meiner Seite hier, das ist Co-Trainer des HSV, in verschiedenen Funktionen beim HSV schon gewesen, aktuell Co-Trainer. Und ja, das war gestern nicht der Tag des HSV, oder? Nee, kann man nicht sagen. Also das haben wir uns sicherlich alle ganz anders vorgestellt. Aber das zeigt auch, dass in dieser Liga vieles möglich ist. Wenn uns vorher einer gesagt hätte, dass du mal mit 0-5 gegen Jahn Regensburg in einem Heimspiel vom Hof gehst, dann hätten wir alle gesagt, wechsel mal den Arzt. Aber man hat es gestern gesehen. Auch mit knapp 70% Ballbesitz ist das keine Versicherung, dass du ein Spiel gewinnst. Also insofern, ja, so schlimm wie es ist, musst du abhaken, dich einmal schütteln. Eine krachende Niederlage erlitten. Aber das Gute ist, dass wir am Donnerstag schon die Möglichkeit haben, das wieder wettzumachen. Und dann natürlich dann auch am Sonntag. So ist es. Neben dir sitzt Marcel Janssen, seines Zeichens Ex-Profi beim HSV lange Zeit, dann Unternehmer und jetzt auch Aufsichtsrat beim HSV. Gestern auch im Stadion gewesen. Du hast ja nun aus eigener Erfahrung, ihr beide ja aus eigener Erfahrung, aber so hohe Niederlagen hattest du auch selten, glaube ich, oder? Mit dem 0-5 musstest du nicht allzu oft leben, oder? Das war dann, wenn dann Bayern München, aber genau. Jan Regensburg kam jetzt nicht so oft vor. Nee, da gab es auch wenig Spiele, ne? Also das stimmt. Dennoch, das Spiel gestern, wie nimmt man das dann von der Tribüne aus wahr? Zuckt es da in den Füßen? Will man da Sachen besser machen? Oder bist du da schon so weit von der Sache entfernt, dass du das mit einem gewissen Abstand auch analysieren kannst? Ich muss ganz ehrlich sagen, also klar, die 5 ist schon hart. Aber ich sag mal so jetzt in Anführungsstrichen eine deutliche Niederlage habe ich tatsächlich schon erwarten können, wenn du die Historie nimmst. Ja, du musst einfach gucken, du hast gegen Heidenheim, ich glaube, in der 21. Minute zum ersten Mal aufs Tor geschossen oder 25 Minuten gegen Regensburg ähnlich. Das in einem Heimspiel, dann 10-2 Gegentore in 3 Heimspielen. Gegen Kiel hätte man spätestens wissen müssen, gegen Heidenheim, wenn der den Ball nicht drüber lupft, sondern einfach reinschießt, ja, weil er stand schon vorm Tor. Ich glaube, die Situation haben wir alle im Kopf, dann steht es 0-2, das Spiel auch vorbei. Und jetzt hat Regensburg halt das ausgenutzt, was Dresden und andere Mannschaften halt nicht gemacht haben, nämlich Kaltschnäuzigkeit, und dann war auch wirklich jeder Schuss drin, plus halt dann noch das erste Gegentor, okay, aber das ist dann schon hart und bitter. Ich denke trotzdem, dass wir eine gute Jungs in der Mannschaft haben, einen guten Charakter, aber das war schon so eine Tendenz, war schon leicht zu lesen. Ich glaube, wenn mich so ein bisschen bei den Heimspielen, am Sonntag bei dem 0-5, sondern wer mich in den anderen Heimspielen schon erlebt hat bei 3 Punkten, der hat schon gemerkt, dass ich da nicht so happy war mit den Ergebnissen. Mit dem Spiel an sich nicht. Mit dem Spiel an sich, mit den Ergebnissen schon, aber mit dem Spiel an sich nicht. Konntest du wirklich mit einem derartigen Ergebnis rechnen? 0-5, also selbst die Pessimisten, mit denen ich auch häufiger mal spreche, natürlich dann automatisch. Nein. Selbst die haben gesagt, 0-5 hätten wir. Nein, also das habe ich auch gesagt. 0-5 jetzt auf gar keinen Fall, aber so 0-2 oder 1-3. Aufgrund der Historie ist er jetzt nicht so weit weg, wenn man die Heimspiele nimmt. Und wie gesagt, da muss man realistisch sein. Das war, die Punkteausbeute war besser als die Spiele. Okay. Wie ist das im Trainerteam, wenn ihr über solche Spiele sprecht? Ihr direkt nach dem Spiel schon darüber, setzt ihr euch in die Kabine und analysiert das? Oder sagt man sich, komm, gib dem Ganzen erstmal eine Stunde oder vielleicht auch eine Nacht, Das Spiel wird schon direkt nach Abpfiff wird das aufbearbeitet. Da haben wir 2 Spielanalysten, die sich dann gleich dran machen. Das Abgleichen, was wir eigentlich vorhatten, was haben wir umgesetzt, was war gut, was war schlecht. Also normalerweise ist es dann eigentlich mittlerweile ja nachmittags dann schon fertig, also weil wir ja mittags spielen. Sonst war es dann immer ein bisschen später, aber das ist dann alles schon gut analysiert. Das wird dem Trainer vorgelegt, der hat ja selber seine eigenen Ideen noch, beziehungsweise das, was er gesehen hat, was er ansprechen möchte, damit er mit der Mannschaft dann am nächsten Morgen, wenn es zum Auslaufen kommt und die Videostunde dann ansteht. Also heute Morgen auch. Heute Morgen auch, ja. Ist klar. Ist nicht schön. Gibt es auch einiges natürlich, was es zu besprechen gab. Ja.
Das wird aber ganz nüchtern gemacht. Ne? Also Marcel hat es ja eben schon gesagt, das bleibt ja auch dem Trainerteam nicht verborgen. Die Ergebnisse, die haben gestimmt. Da kann man ja nicht oder wenig dran dann rummäkeln. Bis auf die Niederlage natürlich zum Auftakt, ist klar. Aber das Spiel an sich, wir lassen einfach zu viel Torchancen zu. Das muss man ganz, ganz ehrlich so sehen. Und ja, dann natürlich auch dementsprechend jetzt, wie es gestern geschehen ist. Die haben einen Sahnetag gehabt. Die ersten Fehler, die wir gemacht haben, haben sie gnadenlos ausgenutzt. Und dann darfst du dich halt nicht wundern, wenn du dann selber nicht so richtig in die Fahrspur kommst. Mhm. Dir selber, ich glaube, wir haben uns gestern auch zu Anfang unheimlich schwer getan, mal überhaupt klare Torchancen herauszuarbeiten. Marcel hat es ja auch schon gesagt, wenn wir das erste Mal aufs Tor geschossen haben. Also das ist, ja, da merkt man dann auch schon, wie so eine Mannschaft dann auch verunsichert sein kann, ne? Durch so ein 0:1, was natürlich ein individueller Fehler war. Also da hat jetzt auch das System nichts mit zu tun. Das ist ein individueller Fehler, das weiß man. Und aber wie dann halt so das Selbstvertrauen auch so gefühlt so über die Reling geht. Es geht alles sehr schnell wieder. Es ist auch diese Stimmung, die man hier am Anfang hatte, so in der Abstiegsphase am Ende, wo es dann auch relativ klar war, dass man es eigentlich nicht mehr schafft, wo da hieß es ja immer, okay, man spielt endlich wieder Fußball, endlich wieder junge Leute auf dem Platz und dergleichen. Genau das Gleiche wird jetzt andersrum natürlich auch vorgeworfen, weil es halt im Spiel nicht so aussieht, wie es aussehen sollte. Diese Dominanz, die man sich in der zweiten Liga erhofft oder vielleicht auch erwartet hatte, die findet noch nicht so statt. Ist es eine Systemfrage, Marcel, oder ist das einfach die Einstellung auf dem Platz, woran liegt's? Nein, ich meine, man muss auch, also ich glaube, da braucht man jetzt auch gar nicht die Spieler unbedingt fragen, sondern die müssen sich auch nicht dafür entschuldigen oder auch nicht über Twitter, sondern einfach Donnerstag neue Chance und Vollgas ist eine derbe Niederlage, aber auch deshalb kann man nicht alles jetzt wieder in Schutt und Asche reden, das Spiel schon. Man hat aber heute so ein bisschen das Gefühl, wenn man so durch den Niederball... Ja, ist aber auch okay, muss ich sagen, da darf man sich, wenn man 0-5 zu Hause als HSV verliert und vorher 3 Stück gegen Kiel bekommen hat, gegen Heidenheim viel, viel Glück gehabt hat, dann darf man, ist das auch okay. Das muss man nehmen, das muss man nüchtern, nicht beim Spiel bin ich auch emotionaler, aber danach dann auch... Und das glaube ich, dass auch passiert, dass richtig eingeschätzt wird, analysiert wird. Ich hoffe, dann auch schnell umgesetzt werden kann. Man sieht, die zweite Liga ist völlig verrückt und es ist auch irgendwo verständlich. Du kommst in eine ganz neue Situation. Du bist ja abgestiegen, ja, nicht weil du so gut warst, sondern weil du halt eben die Liga nicht halten konntest. Und dann musst du mental natürlich erstmal komplett umswitchen, ja, dass du dann irgendwie in eine Favoritenrolle kommst, klar, nachdem du eigentlich eine sportliche große Niederlage hattest oder die größte. Und das ist auch nicht einfach. Und dann musst du auch erstmal da deine Punkte holen und das hat die Mannschaft auch getan. Ja. Auch Sandhausen erste Halbzeit, so stelle ich mir eigentlich auch die zweite Liga vor. Ja. Natürlich haben da auch der Torwart mitgemacht mit 2 Fehlern und gegen Bielefeld auch ein bisschen. Aber trotzdem hat man gemerkt, dann gab es so die Momente. Und wenn die Mannschaft das verinnerlicht und auch... Da ist ja auch noch viel Potenzial in der Mannschaft. Ja. Das ist ja auch positiv, ne, dass man sagt, was ist, wenn wir dann auch noch richtig gut spielen. Ja. Mhm. Dann kann man auch und wird man auch die Ergebnisse einfach. Natürlich so 0-5 ist natürlich schon mal so ein Brett. Wer weiß, vielleicht zum richtigen Zeitpunkt. Ich hatte nicht so das Gefühl, dass Kiel und Heidenheim den Effekt hatten, wir müssen mal ein bisschen gucken. Ne? Was muss man denn verändern, weil du es gerade sagst? Was glaubst du denn, was man ändern muss? Ich glaube gar nicht so viel. Und das denkt man ja, wenn man so Ergebnisse hört und dann, und ist das System falsch und der spielende Torwart. Wenn ich jetzt als Fan und als Ex-Spieler rede, nicht in meiner anderen offiziellen Position, würde ich einfach sagen, dass ich das auch prinzipiell erwarten würde, dass man als HSV, wenn der Gegner nicht vorne jedes Mal presst, ja, auch Fußball spielt und fußballerische Lösungen findet, im Heimspiel nicht die Dinger durchs Stadion schießt. Mhm. Also finde ich Ballbesitzfußball oder versuchen, spielerisch Dinge zu lösen, absolut richtig. Und auch, dass der Torwart nicht nur hinten drin klebt. Ist schade, dass es jetzt passiert ist in der Szene, weil das war halt dann wirklich nur ein individueller Fehler. Gegen Bielefeld und in 3 anderen Spielen war es vielleicht auch eine etwas Überinterpretation des Torwartspiels. Ja, davon ein bisschen weniger, aber trotzdem prinzipiell finde ich das nicht verkehrt, weil du Spiel schnell machen kannst. Nur wenn du so ein Fußball bleibt, halt Effektivitätssport, ja, wenn du viel Aufwand betreibst, um klein zu machen, dann musst du auch vorne eine Torchance rauskommen. Und das ist ja natürlich nicht oft passiert und daran kann man aber arbeiten. Das heißt trotzdem nicht, dass es alles falsch ist. Man muss es jetzt halt nur schnell auf die Straße gehen und in dieser Liga ankommen. Punktemäßig und auch kämpferisch, nicht jetzt gestern, aber in den anderen Spielen. In Dresden musst du auch erstmal dann 1-0 gewinnen. Okay,
Was nicht sein darf, jede Standard ist fast eine hundertprozentige Torchance. Das wissen die Jungs selber. Gegen uns. Ne? Das müssen wir trainieren, das ist klar. Aber da muss er auch gewinnen. Stuttgart hat, ich glaube, 4-0 in Dresden verloren in der letzten Saison. Also kann man schon passieren. Zu Hause natürlich, diese Ergebnisse machen ein bisschen Sorge. Klar, ja. Ne? Weil wenn du 5 plus 3 plus 2, das ist schon hart. Ja? Aber auch da ist der Fußball, Marinus hat eben gesagt, Donnerstag wieder ein Spiel, dann das Derby. Da kannst du auch direkt wieder da sein und sagen, wir haben daraus gelernt. Und das wird sich jetzt halt zeigen, zum Beispiel. Aber es gibt ja auch die Leute, die sagen, man hat qualitativ ein Problem in der Defensive. Nehmen wir jetzt mal die Abwehr an sich jetzt. Natürlich klar, mit Ausfällen wie Papadopoulos und Gideon Jung. Gideon war mit Sicherheit ganz fest eingeplant, weil Papa wusste man nicht, wechselt er, bleibt er. Aber trotzdem hat man da, finde ich jetzt, immer noch das Gefühl, dass sich da noch, das hat sie noch nicht so gefunden, wie man sich vorgestellt hat, als Trainerteam wahrscheinlich auch. Ja, ganz, ganz klar. Aber ich sag mal, das ist ja nicht jetzt die Schuld komplett nur bei der Innenverteidigung oder bei dem Abwehrverbund zu suchen. Also letztlich ist die komplette Mannschaft für die Rückwärtsbewegung zuständig. Und gerade wenn man vorne den Ball verliert, auch sofort wieder vorne drauf gehen möchte, da muss man halt zusehen, dass man möglichst die Räume dann eng hält, dass man gerade wenn aus dem Mittelfeld nach vorne gespielt wird, dass man dann auch rechtzeitig nachschiebt, dass bei einem möglichen Ballverlust dann, dass du halt nicht die weiten Wege gehen musst, um den Passempfänger des Gegners dann sofort zu pressen und da eventuell einen neuen Ballverlust dann oder einen Ballgewinn für uns zu provozieren. Also insofern, das ist komplett in der Mannschaft. Jetzt gestern ist auch kein Problem des Systems, glaube ich, insgesamt gestern gewesen, sondern wir haben drei Gegentore aus Standardsituationen bekommen. Das ist nicht in Frage des Systems, wie ich mich im Spiel verhalte, wo ich angreife, wo ich presse, sondern das ist eine Frage dann der Zuteilung und wie wach bin ich. Ja, wenn ich meine, das wird ja alles angesprochen. Die Spieler wissen, auf wen sie sich einzustellen haben. Das ist ja alles kein Geheimnis mehr. Und wenn ich dann aber als Innenverteidiger oder als Verteidiger vor meinem Mann beim Eckball oder bei einem Freistoß stehe und der kommt über mich rüber und hinter mir macht er dann legt den Ball dann ab, dann ist das kein Systemfehler. Und auch bei Polle bei dem Ding, das hat nichts mit dem, ich sag mal, etwas modernerem Torwartspiel, dass er sehr, sehr weit vorne Fußball spielt, sondern die Situation, wo er den Ball da verloren hat, in so einer Situation kommt der eine oder andere Torhüter, ich sag mal, 3 oder 4 Mal im Spiel, wenn man anständig mitspielt. So, dann ist es halt nur die Frage, okay, wie ist denn der erste Ballkontakt? Nehme ich den richtig mit und von wo werde ich angelaufen? Das muss ich natürlich dann innerhalb kürzester Zeit entscheiden. Und der erste Ballkontakt war halt, muss man einfach sagen, darf man das sagen hier, glaube ich, ja. Der erste war scheiße. Ja, genau. Und so. Und dann ist er unter Druck geraten und dann macht man den Fehler. So, ja. Und dann geht er dran vorbei. Das hat aber nichts mit dem etwas moderneren Torwartspiel, was wir sonst spielen. Die Diskussion wird darauf kapriziert. Weil ja, aber das ist dann halt falsch. Das System mit dem hohen Torwart ist ja etwas, was man vorher so nicht gesehen hat. Nee. Jetzt ist es natürlich neu und alle reden drüber, ist es gut, ist es nicht gut. Und es hat ein höheres Risiko, das muss man ehrlich sagen, das ist ja ganz klar. Wir haben auch in den Spielen zuvor, haben wir auch immer mal Situationen gehabt, genau. wo es dann vielleicht einen Fehlpass gab, von Polle und wo man dann, aber man muss den dann auch erstmal aus 60 Metern mal ganz gepflegt hinten reinlupfen. Das kannst du natürlich nur machen, wenn du dann auch viel Zeit hast. Aber erinnern wir uns einmal kurz an Bielefeld zum Beispiel, da hatten wir auch so eine Situation und das Ding muss er machen. Also da natürlich. Sind wir uns alle einig, 20, 25 Meter. Gegen Sandhausen in der zweiten Halbzeit hast du ungefähr 3-4 Aktionen gehabt, nur da war es natürlich vom Ergebnis nicht bedrohlich, weil du schon geführt hast und der gegnerische Torwart in dem Fall, dem das aber passiert ist. Also in dem Fall, Pollersbeck weiß das, der hat so viele gute Aktionen gehabt, der hat so viel in Spielen gehalten, da ist das jetzt in die Hose gegangen bei ihm selber. Ich glaube, was die Fans eigentlich eher meinen, ist nicht modernes Torwartspiel, sondern dass es etwas too much manchmal wirkt, dass die Innenverteidiger schon Kopf unten haben, wenn sie Ball zurückspielen, so nach dem Motto, unser Torwart macht das ja, stehen dann sehr breit und wenn dann nur ein schlampiger Pass ist, und das ist oft passiert in den Spielen, bist du hinten offen. Und dann ist es schwer zu verteidigen. Du hast hinten auch keine, ich nenne es mal so, also nicht die Passmaschinen spielen. Also weder Van Drongelen noch ein Lacroix noch ein Bates sind es, die jetzt irgendwie diesen ganz gepflegten Ball hinten rausspielen. Ich weiß gar nicht, Gideon Jung war es eigentlich auch nicht in der Form. Aber insofern, man muss mal gucken, wie sich das dann entwickelt, wenn Gideon wieder dabei ist. Dennoch dieses Zittermann da auf der Tribüne auch mit, Marcel, wenn man das sieht, dass man einfach das Gefühl hat, oh Mann, warum gehen wir dieses Risiko? Also viele sagen jetzt, wir gehen zu hohes Risiko. Tun wir das? Ist das Risiko zu hoch? Also ich bin prinzipiell, verstehe ich die komplette, den Inhalt, die Ansätze, finde ich das auch gut. Es hat auch in vielen Situationen auch geklappt. Ich glaube, was halt nur das Problem ist, die Gegner stellen sich auf uns natürlich ein. Und du merkst dann halt schon,
dass die wissen, wie die uns kriegen können, und du tust ihnen halt zu oft den Gefallen. Ne? Und das, denke ich, kann man so ein bisschen variieren, ja, dass man auch einen Plan B braucht. Ja? Und auch gerade, wenn ein Gegner dann raffiniert ist, Jan Regensburg, wer sie aus dem letzten Jahr kennt, weiß, was die für eine Qualität haben, auch gerade im Offensivspiel. Und das passiert, aber noch ist die Saison zum Glück jung genug. Wir haben auch schon gute Punkte geholt, und das war auch nicht immer nur Glück, ja? Das sehe ich auch nicht so, sondern die haben wir geholt, und jetzt sind wir zum, ja, eigentlich zweitmal richtig aufgeschreckt worden, aber so richtig, also 0-3, ne, mit 60.000 im, klar, ersten Spiel, riesen Euphorie, und 0-5 muss dann auch jetzt reichen, um dann einfach diesen Fokus zu haben. Aber nochmal, und ich sehe da auch die Probleme nicht bei den Innenverteidigern bei uns, überhaupt nicht. Das sind gute Jungs, ja, in dem, wenn du dann nachher, was Marino auch sagt, dich selber so verunsicherst, wo du es manchmal unnötig machst, ne? Weil ich finde zum Beispiel Van Drongelen hat ein sehr gutes Passspiel, ja? Er hat eine sehr gute Passschärfe, auch wie er dann nach vorne. Aber die kommen zu vorne. Ja, aber es ist auch ein bisschen die Bewegung zwischen den Linien, natürlich ein bisschen das Timing, wann mache ich das, und in der zweiten Liga und auch in der dritten Bundesliga und auch selbst in der Oberliga, ja, kennen, klar, wir ja, auch die wissen, wie man verschiebt und wie man gut presst. Ja, das ist für alle schwer, wenn das eine gegnerische Mannschaft gut macht, dann gibt es dann ganz, ganz wenige Mannschaften in der Welt, die das beherrschen und durchziehen können. Und trotzdem der Ansatz, spielerisch die Dinge zu lösen, wenn der Gegner uns nicht vorne komplett zustellt, macht total Sinn und ist total, klar, richtig. Und da sehe ich halt sehr gute Abläufe. Ich sehe auch vorne eine gute Qualität von Chancen. Aber schenken eigentlich jetzt im Moment so ein bisschen die Dinge über Standards ab. Da haben wir in Dresden ein bisschen Glück gehabt. Das Spiel habe ich nicht so schlecht gesehen. Ja, der Gegner muss dann halt auch die Tore machen. Das gehört auch dazu. Ja, würde uns, klar, auch keiner sagen, ah, der HSV hat die Tore nicht gemacht und dann nicht verloren, der arme HSV. Sondern hieß es, ja, die anderen haben verdient gewonnen. Aber darum müssen wir uns gewöhnen. Das ist jetzt eine Situation. Ich finde, wir haben eine sehr gute charakterliche Truppe. Ich finde auch, dass Spieler und Trainer eine Entwicklung auch brauchen in so einer Saison. Sind sehr jung alles. Und ich sehe da immer noch viel Gutes. Und jetzt muss es halt, weil jetzt so eine entscheidende Phase kommt, jetzt gucken natürlich alle, der Respekt in der Liga ist so ein bisschen weggegangen. Ne? Wenn du dir die Heimspiele anguckst, dann denkt jeder, ach, fahren zu Hamburg, da können wir was holen. Und dem musst du jetzt einen Riegel vorschieben. Natürlich dann direkt im Derby am besten. Aber noch ein viel schwierigeres Spiel, finde ich im Moment, ist in Fürth, weil die richtig gut zu Hause drauf sind. Dann hast du noch so ein paar Mannschaften, auch wie, die auch nicht zu vergessen, wie Bochum, Paderborn. Ja. Und von daher wird es eine große Aufgabe, aber wir sind auch nicht komplett zu Unrecht da oben und hoffe, dass wir, und das denke ich auch, dass wir daraus lernen und jetzt dementsprechend sagen, jetzt kommen wir in der Liga an und da ist noch ein guter Zeitpunkt dafür. Ich hatte mal Kontakt zu Armin Fee, der kennt ja auch Hamburg und kennt jetzt Köln und fühlt sich dann Köln ja auch sehr, sehr wohl. Und der sagte, also so eine Aufregung wie beim HSV nach Niederlagen entsteht, die ist da nicht ganz so der Fall. Natürlich im ersten Moment, aber danach ist dann gleich wieder, okay, komm, und zusammen geht's weiter. Und hier hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass es dann alles sehr schnell zerredet wird. So, ne? Also man hat jetzt einen Titz, am Anfang ist der große Hoffnungsträger. Jetzt hat man nach 0-5 und 0-3 gegen Kiel, sind ja auch ein paar Ergebnisse dabei gewesen, wo man sagt, oha, das darf zu Hause nicht passieren. Und trotzdem hat man so ein bisschen fatalistische Stimmung hier immer so. Hier geht es immer rauf und runter. Also es ist immer, man ist Erster, alles ist gut. Man ist Zweiter und verliert 0-5, alles ist scheiße. Und ist das immer noch nicht angekommen hier? Hat man immer noch nicht das richtige Gefühl oder hat man noch nicht die Balance? Ich denke, das ist ja auch ein Faustpfand des HSV. Also da sieht man ja auch, wie viel um den Verein herum passiert. Wir sind halt nicht so ein kleiner Verein, sondern das ist ein richtiges Schlachtschiff, der HSV. Und mit dem eine unheimlich große Fanbase, also nicht nur in Hamburg und umzu, sondern auch, ich sag mal, deutschlandweit, wenn man das sieht, unsere Karten oder das Kartenkontingent bei den Auswärtsspielen, das ist, glaube ich, innerhalb von Rekordzeiten sind die immer vergeben, die ganzen Karten. Da sieht man das schon, was der HSV im Prinzip in den Fußballfans bewegt. Und insofern dürfen wir uns einfach nicht beschweren, wenn man 0-3 oder 0-5 zu Hause verliert, dass es da mal zwei, drei Tage auch richtig Wind ins Gesicht gibt. Das gehört dazu. Das muss man wissen, wenn man nach Hamburg kommt. Und ich glaube, das wissen auch alle bei uns, also zumindest die im Trainerteam und auch ein Großteil der Mannschaft. Natürlich ist es für den einen oder anderen Jungen dann auf einmal ein bisschen blöd, seinen Namen halt mal negativ in der Presse zu sehen, aber auch das gehört dazu. Aber das darf uns nicht von dem eigentlichen Ziel abbringen, dass wir, mir hat früher mein ehemaliger Trainer immer gesagt, merken Sie sich eins für die Zukunft, machen Sie immer sinnvolle Dinge.
Und das ist auch jetzt, also Otto Rehhagel war das, das ist auch jetzt gefordert. Die handelnden Personen müssen sinnvolle Dinge machen und nicht irgendwie in puren Aktionismus verfallen. Und ich glaube, dass wir da auf dem, zumindest, es hört sich jetzt wieder großtrabend an. Wir machen das, was notwendig ist. Du kannst die Mannschaft jetzt auch nicht, wie es früher war, irgendwie durch den Volkspark jagen mit Bleiweste und mit 20 Kilo Medizinbällen. Das bringt nichts. Wir haben Donnerstag ein Spiel. Marcel hat es auch gesagt. Da hat man die Möglichkeit, das wieder gerade zu biegen. Eine positive Stimmung auch fürs Derby gegen St. Pauli dann zu erzeugen. Und darauf legen wir jetzt den Fokus. Dass man natürlich mit der Mannschaft hart ins Gericht gehen muss, das hat der Trainer heute gemacht. Morgen ist auch nicht trainingsfrei, was eigentlich so geplant war. Aber da kommt es dann auch, und das ist vielleicht auch mal gut zu wissen, das kommt aus der Mannschaft heraus. Die Mannschaft setzt sich dann auch selber irgendwie zusammen und sagt, ach, so zwei Tage vor dem Spiel, dann ein freier Tag ist vielleicht doch nicht die richtige Maßnahme. So unter dem Motto, Trainer, wir wollen gerne trainieren, wir wollen was machen, wir wollen uns bewegen. Und das zeigt ja auch, was für ein guter Geist in der Mannschaft drin ist. Und, ist das ja, jetzt passiert? Das oder? Ist jetzt passiert, ja, klar. Ja. Dass man sich so in kleinen Gruppen zusammengesetzt hat, dann war mal Co-Trainer entweder André oder der Mike Goebbels auch noch mit dabei und der André Kilian. Die bringen das dann auch, die tragen das dann zum Trainer. Mensch, die hätten eigentlich doch den freien Tag, ist da schön und gut, aber Mannschaft hat das Gefühl, nee, brauchen wir jetzt nicht, ist im Moment nicht angesagt. Mhm. Wir machen uns ja sonst auch immer groß Gedanken, dass du das moderne Wort Belastungssteuerung, ist ja dann auch immer, ne? Immer genug. Mir hat jetzt jemand, ich war mit dem Manuel Winsheimer, war ich bei der Verleihung der Fritz-Walter-Medaille und da war Hermann Gerland dabei und dann hat er das auch irgendwie so gesagt, dass auch in München dann immer Belastungssteuerung. Der hat ja erzählt das dann so und dann meint er immer, ja, dann habe ich denen erstmal gesagt, ja, bevor du was steuern kannst, musst du erstmal belasten. Und ja gut, aber ich glaube, dass wir das im Moment noch alles gut im Griff haben. Da braucht sich keiner Gedanken zu machen, dass wir irgendwie in Aktionismus verfallen. Wir machen sinnvolle Dinge. Aber eins ist auch ganz klar, die Mannschaft, die muss liefern. Das wissen sie, dass sie auch jetzt noch mehr in der Verantwortung sind, um einfach diese 0-5-Scharte da auszuwetzen in Fürth. Und ich glaube, dass wir einfach eine ganz andere Mannschaft und einen ganz anderen Auftritt dann auch in Fürth sehen werden. Marcel, du hast es ja selbst gesagt, so hohe Niederlagen waren selten, aber du warst ja nun auch einer, der durchaus mal den Mund aufgemacht hat, wenn es nötig wurde, auch innerhalb der Mannschaft. Wie war es für dich jetzt, das so von außen zu erleben, so als Funktionär? Wie ist dein Leben als Funktionär jetzt generell? Hat sich da irgendwie auch in dir was verändert? Bist du da anders in der Wahrnehmung der Spieler oder bist du immer noch genauso emotional mit allem, was dazugehört? Während des Spiels und danach? Beim Spiel auf jeden Fall, ne? Da ist man noch zu nah dran, ist aber gut gemeint, weil einfach auch die Liebe zu dem Verein und zu der Mannschaft da ist. Und nochmal, wir haben gute Jungs da in der Mannschaft und ich finde auch, da ist auch vieles auf dem richtigen Weg. Aber wir müssen auch realistisch halt sein und Dinge schnell reflektieren. Und etwas, was mir noch so ein bisschen fehlt, aber schon seit 10 Jahren fehlt, nicht jetzt gerade, wir sind in einer neuen Situation, in einem riesen Umbruch, aufgrund überhaupt der Situation logischerweise, mit einem Abstieg, wann hat der HSV zum letzten Mal, ich sag mal, für den Transfer 1,7 Millionen ausgegeben und dann war es das. Ne? Also das ist eine ganz neue Situation, sondern ich rede wirklich nicht jetzt von einem 0-5 und was ist in den letzten Wochen passiert, sondern was kann ich vergleichen vielleicht mit der Mentalität in München, mit meiner eigenen Mentalität, die ich als Spieler hatte, egal was um mich herum passiert, wie kann ich mich selber weiterentwickeln, wie kann ich es trotzdem schaffen, wenn gerade die Plattform nicht so ist, dass mir das hilft gerade, dass ich deshalb mit dieser Euphoriewelle getragen werde, sondern auch meine Leistung bringe, dann vorangehe, wenn das drumherum nicht so läuft und ich trotzdem vielleicht zur Nationalmannschaft eingeladen werde. Und das hat mir immer geholfen, schnell auch mit mir selber hart ins Gericht zu gehen. Das mache ich jetzt genauso. Versuche Dinge zu reflektieren, Dinge ganz nüchtern und wirklich mal realistisch reinzugeben. Und was für mich jetzt gar nicht das Schlimmste war, ist obwohl das natürlich schon krass ist mit 0-5, aber diese deutliche Niederlage, was ich schade fand, das ist sowas, was aber schon seit 10 Jahren noch in dem Verein ist und ich hoffe, dass wir das rauskriegen. Die größten Fehler machst du immer im Erfolg. Mhm. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass wir in den 10 Jahren, nicht in den letzten 3 Wochen, aber auch da,
die Dinge auch nach außen nicht übertrieben, sondern dann, wenn du das siehst, dann auch so ansprichst. Es ist dann, wenn ich mich in einen Fan reinversetze, brauche ich nach einem 0-5 keinen, der dann sagt, die letzten Spiele waren alle waren ja auch nicht so gut. Warum sagt das keiner nach einem Sieg und sagt, dass wir heute hier gewonnen haben gegen Heinheim? Verstehe ich selber nicht. Haben eine gute Viertelstunde gespielt. War doch nach Dresden, war das doch so. Doch, also das hat ja Christoph Moos, genau, der Trainer selbst auch noch. Genau, also nach Dresden war das auch Becker so. Auch. Aber ich habe jetzt Dresden gar nicht mal so schlecht auch selber gesehen. Ja. Aber deshalb sage ich, das ist ja auch was von 10 Jahren, was man aus einer eigenen Überzeugung, nicht für die Außendarstellung, sondern aus eigener Überzeugung sagt, die größten Fehler und Nachlässigkeiten, und das hat halt Bayern verinnerlicht, die werden und wollen mehr Erfolg haben und konzentrieren sich dann nochmal ein bisschen mehr und wollen wieder den nächsten Schritt. Mhm. Und das muss man natürlich reinkriegen, ist ein Riesenprozess. Es sind viele, viele verschiedene Spieler durch den Verein gelaufen, Funktionäre, Trainer, Manager. Und das ist auch nicht einfach dann. Ne? Und trotzdem stellen wir uns der Aufgabe. Ich finde auch jetzt, auch in der Schlussphase der Saison der ersten Liga haben wir uns der Situation gestellt. Und jetzt auch. Und ich finde das gar nicht so, was meinst du, was in Köln los gewesen wäre, wenn die 0-5 gegen Regensburg verloren hätten. Also die haben 3-5 gegen Paderborn verloren, das ist auch nicht viel besser. Ja, aber da stand es 3-3 bis irgendwann und dann haben sie in den letzten 2 Minuten 2 Dinger bekommen. Ist ein bisschen anderer Spielverlauf. Ne? Was meinst du, was der Express da am nächsten Tag geschrieben hätte? Also das muss man nicht immer nur auf Hamburg produzieren, Medienstadt und alles so stimmen. Nein, das wollte ich auch gar nicht. Man bietet auch diese Angriffsfläche, aber ich finde jetzt, wir haben gegen Kiel richtig einen auf die Mütze bekommen, sind dann nach Sandhausen gefahren, haben da Charakter gezeigt. Genau wie in Dresden und dann auch genau das, was gut war, nach Dresden gesagt, naja, nur dann halt schade, dass du dann, das Spiel ist Dienstag und dann spielst du Sonntag zu Hause, ist lange Zeit, dass du dann zumindest da den Sprung noch nicht geschafft hast. Du hast es zwar im Kopf, ist es angekommen, du hast es auch ausgesprochen, hast es dann aber leider nicht auf den Platz bekommen, aber da haben sie Donnerstag die nächste Chance und ich bin insgesamt, müssen wir uns nur bewusst sein, wie schwierig das ist und da muss ich auch sagen, haben wir auch vieles richtig gemacht, weil man muss auch ein bisschen auch die Menschen dahinter sehen, die dann in dem Zeitpunkt dann auch Verantwortung übernommen haben, als das Ding schon. Also wenn ich jetzt noch vor die Saison gehe, du warst mit sozusagen am und auf dem Platz. Das wird dann natürlich, kann ich auch verstehen, ist auch okay, erwarte ich auch kein Verständnis und Mitleid. Aber ob ich, meine Kollegen im Aufsichtsrat, Marine, die handelnden Personen, die jetzt da sind, Ralf Becker und viele andere, die sind in eine Situation da reingekommen, ja, wo es wirklich schwer war und vieles brach liegt. Und wir müssen jetzt nach und nach alles wieder aufrichten, realistisch, proaktiv, auch selbstkritisch mit uns sein und nicht sagen, zerfleischt sich oder der sagt das. Ich sehe ganz viel Positives. Spiel gestern brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Das kann man einfach nur am Donnerstag korrigieren und dann auch im nächsten Heimspiel dann. Und das denke ich, dass die Mannschaft auch machen wird. Und alle handelnden Personen gehen da auch gerade keinen einfachen Weg. Und da haben wir eine Mannschaft jetzt mit in Anführungszeichen relativ wenigen Mitteln, die in der Lage ist und muss da oben mitzuspielen. Und das ist auch eine gute Leistung. Ja, wenn ich sehe, auch Spieler kenne ich hier auch aus meiner Laufbahn als aktiver Spieler. Marine kennt das auch. Spieler auszuleihen ist auch immer schwierig, weil die müssen nicht direkt weiterbringen. Die müssen eigentlich unangefochten dann auch eigentlich machen. Und das ist bis jetzt voll eingetroffen. Wenn du dann Mangala siehst, wenn du Wang siehst, na, da ist ein guter Job gemacht worden, weil die auszuleihen und die uns dann auch so eine Stabilität geben und weiterbringen, ist schon stark und auch mit Naray einen super Transfer gemacht. Also wir haben ein gutes Fundament, dann die Spieler, die letztes Jahr noch dabei waren, die jetzt auch weiter versuchen müssen, vorne wegzugehen, auch jetzt den Kopf hochnehmen zu müssen und so ein bisschen auch versuchen zu verinnerlichen, da kann der Marine nicht helfen im eigenen 16er, wie man gegen im den Im Training Mann war dabei. Im Trainingslager war aber den Standards immer mit drin. Ne? Das muss man mal ehrlich sagen, weil wir es ja vorhin auch hatten, das Thema Standards. Ich meine, also es gab wenige Dinge, die ihr mehr trainiert habt im Trainingslager als Standards. Ihr habt sogar eine Lerngruppe sozusagen gemacht, wo dann Standardsituationen irgendwie ausmanövriert wurden. Ja, da musst du halt hellwach sein. Ich sag mal, das hat man ja auch bei der WM gesehen. Also diese drückende Überlegenheit mit Ballbesitz, Fußball und sowas, die hat es dort ja nicht mehr, oder die hat dort nicht zum Erfolg geführt, sondern das waren viele, viele Umschaltspiele, dass du den Gegner hast kommen lassen und dann hast du den Ballgewinn dann irgendwo im Mittelfeld gehabt und bist dann ausgeschwärmt und hast dann möglichst schnell und den direkten Weg zum Tor gesucht. Und darauf muss man sich auch einstellen. Ne? Das ist auch, wir haben ja, jetzt nicht sagen, dass wir eine unerfahrene Mannschaft haben, ganz und gar nicht. Wir haben genügend Spieler dabei, die schon ein bisschen was in ihrem Fußballerleben gemacht haben. Aber trotzdem, ich sag mal, diese Erfahrung zweite Liga, die ist nicht zu unterschätzen. Und dann springst du jetzt nach einem, ich möchte nicht sagen glücklicher Sieg, aber du hast zumindest auch in Dresden jetzt, die hast du nicht an die Wand gespielt, du hast trotzdem gewonnen, dafür muss man sich nicht entschuldigen. Dann bist du auf einmal auf Tabellenplatz 1 und denkst,
dann ist vielleicht der eine oder andere, der einen realistischen Blick auf die Situation hat, so wie ein Aaron Hunt, wie er es jetzt auch gesagt hat, oder ein Chris Moritz, der das ja nach dem Spiel direkt gesagt hat in Dresden. Das war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Und wir haben auch schon, wir lassen einfach zu viele Torchancen zu. Wir können davon von Glück reden, dass die anderen Mannschaften die jetzt nicht unmittelbar genutzt hat. Jetzt haben wir mit Regensburg eine Mannschaft gehabt, die haben die ersten drei Dinge haben sie reingemacht. Wir haben sie dazu eingeladen, wir haben sie reingemacht. So, dann liegst du 0-3 zurück. Hättest ja vielleicht noch die Chance gehabt mit dem Elfmeter, wenn der reingeht. Hätte, wenn und aber. Ist auch im Konjunktiv wäre bei mir der HSV immer Meister geworden. Ist selten der Fall gewesen. Also insofern musst du da auch realistisch bleiben. Wir haben noch große Wege zu gehen. Sind mit Sicherheit auch nicht zu 100% jetzt so, dass man sagen kann, also wir können uns nicht hinstellen und sagen, wir spielen die zweite Liga an die Wand. Das kann der erste FC Köln genauso. Welche Mannschaft hat das letzte Mal gemacht? Keine. Die haben alle ihre Erfahrungen machen müssen, der VfB Stuttgart, genau. Als sie abgestiegen sind, Hertha BSC, als sie abgestiegen sind. Stuttgart hat die ersten 6 Spiele, glaube ich, nicht gewonnen. Bitteschön. Also insofern, da sind wir schon in einer durchaus akzeptablen Lage, ne? wenn wir jetzt im Moment auf Platz 2, also ich möchte auch nicht sagen, wir klagen auf hohem Niveau, aber wir sind jetzt im Moment da, wo wir sind. So, und du hast jetzt die Chance halt am Donnerstag und vor allem dann auch am Sonntag, den Karren wieder flott zu bekommen, der jetzt im Moment so ein bisschen in Schlingern geraten ist. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass am Donnerstag eine andere HSV-Mannschaft auf dem Platz zu sehen ist. Also halten wir fest, die interne Wahrnehmung ist realistisch, so wie Marcel das auch richtig sagt. Absolut. Auch im Erfolg muss man immer wissen, was noch besser ist. Also braucht sich keiner Gedanken zu machen, dass sich da irgendjemand hinstellt und sagt, oh, wir sind die Größten, die Besten, die Tollsten und Schönsten. Sondern das wird sehr, sehr realistisch, wird das analysiert vom Trainer an. Und auch die erfahrenen Spieler Aaron Hunt, Luis Holtby, Chris Moritz und sowas, in den vielen Gesprächen, die man dann auch in der Kabine führt, da stellt sich keiner hin und sagt, wir rocken hier die Liga und das ist alles so einfach und das wird ganz locker und lässig, sondern die Schwere der Aufgabe ist bekannt und da gibt es halt Rückschläge und daraus muss man, wie es Marcel auch gesagt hat, möglichst schnell lernen. Und wir haben am Donnerstag schon die nächste Möglichkeit, um zu zeigen, dass wir gelernt haben. Ich wollte sagen, Donnerstag warm spielen für das Spiel am Sonntag kann man auch nicht sagen, weil das Spiel am Donnerstag ist natürlich allein schon, ob dieses Ergebnis ist jetzt extrem wichtig. Aber Greuther Fürth wird dann alles andere als ein Selbstgänger, muss man auch sagen. Am Wochenende auch verloren, also die werden auch auf Wiedergutmachung aus sein. Wie geht man solche Spiele an? Kann man da voller Selbstbewusstsein reingehen, voller Selbstvertrauen? Kann man da sagen, wir spielen unser Stiefel runter? Muss man vielleicht jetzt auch irgendwas verändern? Muss man den Gegner in irgendeiner Form anders angehen, als man es zuletzt gemacht hat vielleicht? Gut, das ist dann wieder sehr individuell, da denke ich das auf jeden Fall auch. Und dann glaube ich einfach, dass du die beste Chance in der zweiten Liga hast. Ich meine, Frankreich macht's vor, ja, bei der Weltmeisterschaft, wie man souverän Weltmeister wird, wenn der Mbappé am eigenen 16er da die Bälle abläuft und was weiß ich, wie die alle heißen und der Giroud zwar spielt, der hat zwar kein Tor gemacht, aber der hat die ganze Zeit geackert, ja, und da sieht man mal, was Spiel gegen den Ball auch heißt, ja, in verschiedenen Phasen, in verschiedenen Höhen des Spielfeldes, das ist, davon können alle lernen, die haben keinen schönen Fußball gespielt, aber die haben ganz souverän das Turnier einfach mal eben gewonnen und daran sieht man, ne, der Fußball hat verschiedene Phasen, es gibt Gegner, gegen die es Ballbesitz Fußball, es gibt Gegner, da kommst du an Grenzen, da musst du dich neu drauf einstellen und in der zweiten Liga, glaube ich, ist einfach wichtig, auch selber im Spiel zu bleiben, die Null zu halten und dann bei unserer Qualität, die wir definitiv haben, kriegst du deine Chancen und das hat man dann gegen Dresden gesehen. Natürlich auch Glück, dass Dresden bei den eigenen Standards zumindest so ein bisschen, aber ansonsten hat die Mannschaft auch nicht alles schlecht gemacht in dem Spiel, im Gegenteil. Und dann hat einmal richtig zugestochen und zugeschlagen und diese Schärfe, diese Geilheit, die müssen wir reinkriegen, die müssen die jungen Spieler auch reinkriegen, diesen Hunger zu haben. Ich sehe das schon bei einigen Spielern, dass sie das haben, dass sie, meine Reise ist hier nicht zu Ende in der zweiten Liga. Ich bin noch jung, ich will noch mal Karriere machen, deshalb machen die nicht alles richtig, finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber wenn man das hinkriegt, weil wir von der Veranlagung her auch Spieler haben, die gegen den Ball gut verteidigen können, angefangen von den Innenverteidigern, vom Mittelfeld, auch von hinten, auch von den äußeren Spielern, Narey und Wang, die auch nach hinten mitgehen, taktisch da noch sich ein bisschen abstimmen und dann gut gegen den Ball spielen, dann auch mutig sein vorne und hinten einfach gnadenlos nichts anbrennen. Ich glaube, wenn die Mannschaft, das wird sie auch verinnerlichen und da bin ich guter Dinge, dass wir auch noch eine, auch zum Glück ja noch eine Chance haben. Ich hätte jetzt noch größere Sorgen, wenn wir schon
nicht nur gut gestartet werden vom Tabellenplatz, sondern viele Spiele schon so super aussehen und dann kommt so ein Rückschlag und dann denkst du, was passiert denn jetzt eigentlich? Diesen ähnlichen Rückschlag hatten wir schon, wir sind trotzdem da oben festgebissen und jetzt muss man einfach hoffen, dass das ankommt bei den Spielern. Und da bin ich aber immer noch guter Dinge, wenn ich die Reaktionen, auch gerade die Auswärtsspiele gesehen habe, die jetzt nicht alle, wo ich sage, juhu, aber das ist zweite Liga nicht, das haben andere, RB Leipzig und Stuttgart und wie die heißen, auch nicht gemacht. Und dann ist es einfach nur effektiv sein, brutal effektiv sein. Und das ist am einfachsten erstmal, wenn du hinten keinen kriegst, weil Qualität haben wir nach vorne immer. Und wenn man dann hört, was Marino sagt, wie es intern ist, wie die Spieler es wahrnehmen, ist das ja schon mal ein ganz, ganz positiver Ansatz. Huang, einmal ganz kurz zwischendurch gefragt, der ist leicht angeschlagen. Gibt es da irgendwie schon eine Prognose für Donnerstag? Nicht. Also der ist heute Nachmittag dann im UKE gewesen. Und einen neuen Stand habe ich da jetzt noch nicht. Ja. Also er war aber nicht so, er war jetzt nicht komplett niedergeschlagen. Ja. Ist zwar ein bisschen gehumpelt, aber ja gut, das gehört beim Profisport dazu. Ja. Du musst es natürlich sein, automatisch, ob deiner Position als Co-Trainer schon. Aber Marcel, einmal eine Frage, weil ich das bei mir jetzt selber so wahrnehme, ich mache es jetzt tatsächlich so, dass ich immer am Wochenende, bevor der HSV gegen Fürth spielt zum Beispiel, gucke ich mir Fürth an oder Heidenheim oder dergleichen. Weil ich ganz ehrlich zugeben muss, ich habe mich vorher mit der zweiten Liga wirklich nur so sehr, sehr nebenbei beschäftigt. So am Ende der letzten Saison ging es dann irgendwann los. Aber bist du so vom Kopf her, von dem Überblick über die Mannschaften, bist du schon komplett zweite Liga? Oder muss man sich da auch erstmal reinarbeiten, auch als Funktionär? Ja, reinarbeiten auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn man, und das habe ich immer schon, habe ich die zweite Liga aus Respekt, weil die Jungs da auch kicken können und in der zweithöchsten Klasse spielen, darf man auch nicht vergessen. Klar. Da geht es jetzt gar nicht um HSV, um irgendwas, sondern geht es wirklich um, aber natürlich auch nicht in diesem Maße wie jetzt, ist das ja für mich noch emotionaler und noch enger dran, unsere zweite Bundesliga. Und deshalb, und da kann man schon sehen, wenn du dann auch den Pokal so ein bisschen beäugst, wenn du Fürth gesehen hast, wie die ihre Heimspiele bestritten haben oder auch die Ergebnisse alleine siehst, Mannschaften, die da frech aufspielen, das kriegst du natürlich dann schon mit. In der ganzen Breite und Tiefe natürlich noch nicht. Woher soll es auch kommen? Aber ich denke, da habe ich keine Sorge, dass dort Trainerteam und Co. und auch die Spieler sich damit auseinandersetzen. Also da bin ich guter Dinge. Was erwartet uns denn in Fürth, um da mal drauf zuzukommen? Fürth ist ja durchaus eine Mannschaft, die sich was traut. Also man kann nicht sagen, dass sie ja, sich... Ja, also es ist eine Mannschaft, die mit Sicherheit Fußball spielen möchte. Aber sie auch das Wechselspiel natürlich beherrscht. Ne? Schnell also, vorne? Bitte? Schnell? Ja, die haben natürlich eine gewisse Form der Geschwindigkeit drin. Das ist ganz klar. Und das wird vielleicht auch ein probates Mittel sein, dass sie, wie man so schön sagt, erstmal kompakt stehen und dann aus dem rechtzeitigen Ballgewinn dann irgendwie im Mittelfeld dann versuchen, schnellstmöglich dann auch zum Torabschluss zu kommen. Das ist aber nichts Neues, das wissen wir. Mhm. Da müssen wir uns drauf einstellen und da muss die Mannschaft, jeder in der Mannschaft, muss sich darauf einstellen und dann heißt es wirklich auch als Mannschaft zu agieren und nicht dann irgendwie das Spielfeld wieder irgendwie 60 Meter breit oder lang werden zu lassen, sondern wirklich, wenn man mal hoch angreift und den Gegner pressen möchte und zu Fehlern zwingen möchte, dann muss man das als Mannschaft machen. Und das kann jetzt nicht nur irgendwie das offensive Mittelfeld und der Sturm machen, sondern da ist dann die Abwehr auch gefordert, dass sie das nach vorne schiebt. Und genauso ist es, dass wenn wir vorne den Ball verlieren oder zum Torabschluss kommen, dass man schnell wieder seine Position einnimmt, die einem taktisch zugewiesen ist und aus diesen Positionen heraus dann auch seine Aufgaben erledigt. Da muss man hellwach sein. Da kann man nicht dann, und wenn zwei, drei Spieler, Marcel wird es auch wissen, wenn zwei, drei Spieler halt mal irgendwie auch wieder nur irgendwie 2 Sekunden oder 3 Sekunden schlafen, dann bricht das Ganze so irgendwie in sich zusammen. Und das haben wir erlebt. Und da gilt es halt dran, das sind aber auch junge Spieler, wir haben viele junge Spieler bei uns dabei, denen muss man dann auch Fehler zugestehen. Und sollte aber dann dazu führen, wenn die Fehler dann gemacht wurden, dass man daraus lernt. Und ich glaube, das wird gegeben sein. Du bist ja so eine Art Brückentrainer, glaube ich, nennt ihr das, ne? Also du bist so der Brückenschlag zum Nachwuchsbereich, auch zu U21, U19, U17. Ja. Betreust die Mannschaften auch, also im Sinne von, du bist immer unterwegs und guckst dir genau die Leute an, die jetzt so für den Profibereich irgendwann in Frage kommen.
Wie ist da so, was kommt danach? Was kannst du uns für die nächsten Jahre so prognostizieren? Was passiert hier? Also da hat sich unheimlich viel beim HSV im Nachwuchs getan, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn ich mal so rückblickend, so vor fünf, sechs Jahren, da hatten wir häufig mit der A-Jugend auch mit dem Abstieg zu tun oder bei der B-Jugend genauso, bei der U17. Selbst mit der das ist jetzt mittlerweile sind wir im letzten Jahr, halt am letzten Spieltag leider durch einen abgefälschten Freistoß, sind wir halt nicht Meister geworden, sodass wir dann am Halbfinale der Deutschen Meisterschaft hätten dann teilnehmen können. Das hat dann halt Hertha BSC gemacht und sie sind ja auch Deutscher Meister geworden. Und überragend gewonnen übrigens das Finale, überragend muss man mal gewonnen, ehrlich sagen, genau. Gegen starke Schalke. Ich glaube, dass wir, worauf man sich freuen kann, das ist ganz klar, dass du echt top ausgebildete Jungs bekommst. Mhm. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass was Mehmet Scholl dann ja auch immer so gesagt hat, ja, die können dann die verschiedenen Spielsysteme vorwärts und rückwärts, das deklinieren. Nicht spielen. Aber die sind top ausgebildet am Ball. Die haben schon eine gewisse Athletik. Das ist überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit den Junioren, die, ich sag mal, vor 15 oder 10 Jahren aus der Jugend herausgekommen sind. Das Problem ist immer nur, die müssen es halt auch lernen, gegen Widerstände gegen anzugehen. Und ich sag mal, gerade in der zweiten Liga triffst du auf unheimlich viele Widerstände. Da ist der HSV natürlich eine große Nummer, genauso wie der FC Köln oder ich sag mal, die anderen Traditionsvereine. Da will sich jeder dran messen und da werden dann auch, ich sag mal, Kräfte frei beim Gegner, die man sonst vielleicht, wenn jetzt Sandhausen gegen Duisburg spielt oder wie auch immer, wo du dann halt einfach sagst, ja, das ist ein normales Spiel. Aber wenn es gegen den HSV geht, ist es was Besonderes. Da haut sich jeder doppelt und dreifach rein. Das müssen wir wissen. Aber du wolltest ja wissen, ob da Gutes nachkommt. Da kommt sehr Gutes nach, finde ich. Ich sag mal, Fiete Arp ist jetzt natürlich derjenige, der so in der öffentlichen Wahrnehmung, aber Joscha Wagnermann, Stefan Ambrosius. Da sind viele Jungs, die Mannschaft jetzt schon auch kennenlernt, die im Training regelmäßig dabei sind. Meistens immer dann in der Abstellperiode, die kommt ja dann auch in 14 Tagen, ist ja auch schon wieder soweit, dann wird die zweite Liga ja auch schon wieder unterbrochen. Und die Jungs, ich freue mich drauf, dass da einige dabei sind, die richtig gut kicken können, gerade in der A-Jugend jetzt, die spielen richtig guten Ball. Da wird einiges, glaube ich, noch rauskommen. Nicht, um Greuther Fürth gegenüber despektierlich sein zu wollen, aber wir müssen da trotzdem noch einmal, weil es die letzte Sendung vor diesem Spiel ist, über das Nordderby sprechen oder Stadtderby, in dem Fall ist es ja Stadtderby, gegen den FC St. Pauli. Marcel, wenn man so die Spruchbänder sieht auf der Tribüne, die man vielleicht so als Trainerteam gar nicht unbedingt zunächst wahrnimmt, aber wenn man das sieht, macht man sich da Sorgen, wenn man da liest, so kommt ihr mit 100, wir kommen mit 50 und wir hauen uns auf die Glocke? Machst du dir da als HSV-Funktionär Sorgen darum, dass das Spiel irgendwie vielleicht überschattet wird von Dinge, die nicht zum Fußball dazugehören sollten? Ja, man muss natürlich aufgrund der Historie allgemein im Fußball nicht nur beim HSV allgemein darüber nachdenken, dass es halt viele unschöne Situationen gegeben hat oder auch jetzt schon wieder gegeben hat. Ist auch ein bisschen das Problem, finde ich, der Kommunikation insgesamt, nicht jetzt beim HSV, sondern allgemein, ne, dass der Fußball sich nicht so weit entfernt von den Fans, aber andererseits aber auch dann, man auch nicht den Alleingang braucht, um dann irgendwie, sondern da muss man irgendwie miteinander... Du meinst, das Fan ist DFB-Fans? Oder ja, und auch allgemein, und wenn wir jetzt wieder auf ein Derby gehen, ja, natürlich muss auf dem Platz, im wahrsten Sinne des Wortes, muss es knallen mit Ball, ja, und auch mal darf auch mal ein bisschen der Gegenspieler mit drin sein, aber ohne hier, das ist klar, das ist Derby, ja, das muss man wissen, aber ich verstehe dann natürlich auch die Fans, die das dann noch extremer wahrnehmen, gar keine Frage. Ja. Andererseits, auch da, das will ich nicht damit runterbrechen oder runterspielen, nur wir müssen ehrlich sein, dass wir aus der Vergangenheit der letzten 10 Jahre natürlich auch nicht eine Mannschaft haben, die lange so zusammengespielt hat, die wissen, was das bedeutet, die Hamburg kennen, sondern wir versuchen das ja gerade wieder aufzubauen, ja, seit Anfang des Jahres, ja, dass man dann auch einen Kern wieder hat, dass das kommt, und dann ist das keine Absicht oder es ist denen allen scheißegal, sondern es gab viele handelnde Personen und dadurch viele Gesichter, im Fußball leider auch insgesamt schon normal, ja, bei uns ein bisschen
ausgeprägt natürlich auch durch die Misserfolge der letzten Jahre. Und dann hast du natürlich da auch eine andere emotionale Bindung. Nicht, dass die nicht wissen, dass die schon gemerkt haben, dass es hier ein Derby ist. Das haben die auch damals gemerkt, um mal auf die Spiele zurückzukommen. Aber auch da, natürlich waren wir so derbe, jetzt muss ich aufpassen mit dem Wortlaut, genervt und sauer, enttäuscht und richtig sauer auf uns selber. Aber warum? Weil wir in dem Spiel, was wir verloren haben, was zwar am Ende da steht, wo sich dann alle drauf aufgeilen, also natürlich das letzte Spiel gegen den Gegner, St. Pauli, ja. Die Niederlage dann, aber das gibt das Spiel halt null wieder. Ja? Ja. Wir haben in dem Spiel, außer dass wir die Tore nicht gemacht haben, alles richtig gemacht und die haben dann Standard ein Tor gemacht, das ist Fußball. Mega ärgerlich. War es faul? Ist auch egal, ob es faul war, weil wir müssen die Tore machen, ja. Wir müssen uns für ein gutes Spiel belohnen. Wir haben ja. Derby in dem Spiel gelebt. Es war nicht, dass wir da was weiß ich was gemacht haben. Ich war selber entweder gesperrt oder verletzt, habe aber von oben geguckt. Und die Mannschaft hat prinzipiell ein richtig gutes Spiel gemacht. Natürlich kotzt uns das genauso an, um jetzt doch in Klar. dem Wortlaut zu bleiben. Es war genau dieses Spiel verlieren. Dann in Pauli war es ja das Unschieden, ja, und verstehe auch, dass eine Stadt davon lebt. Wir können doch stolz sein in Hamburg, dass zwei Vereine, hoffentlich leider für mich noch in der falschen Liga, wenn beide Vereine einen höher spielen, wie geil ist das, dass eine ganze Stadt Kopf steht, Fußball lebt und dann auch Fußball im Positiven gekämpft wird auf dem Platz und auf den Rängen mit Gesängen, mit Worten, aber auch in diesem Rahmen, weil das muss reichen. Und nicht wieder dieses Überpacen, dieses Übergehype von allen Seiten. Da muss der HSV und die Spieler verantwortlich, aber auch die Fans, aber auch auf der anderen Seite was dazu tun. Und da finde ich bis jetzt, glaube ich, dass sich da beide Parteien richtig gut und auch mit dem Austausch sind und vernünftig auch verhalten. Und von daher nochmal, für mich ist viel, viel entscheidender, was machen wir in den nächsten Monaten und wie ist die Gesamtentwicklung. Aber natürlich an dem Tag ist Derby-Zeit und das muss dann gelebt werden. Und trotzdem noch eine kurze Frage. Machst du dir Sorgen darum, dass da vielleicht im Umfeld Dinge passieren, die nicht hier hingehören? Weil die Stimmung ist ja von den Fanseiten, ist sie schon extrem aggressiv. Es gab schon einen Übergriff. Es ist natürlich dann immer gleich wieder mit Vergeltung, wird das beantwortet, in Anführungsstrichen. Also dieses Hochstilisieren bis zum Sonntag, da wird es mit Sicherheit dann noch zwei, drei Dinge geben. Machst du dir da Sorgen, dass da vielleicht das ganze Ding eskaliert? Ja, und ich finde, dass das Problem ist halt, dass dann die Bühne gesucht wird, dass dann irgendwie unschuldige Kinder, Fans, die mit am Stadion sind, da mit reingezogen werden. Ne? Wenn die meinen, die Gruppen, die kennen sich ja auch, dann sollen die sich irgendwo treffen. Ja? Irgendwo, wo wirklich keine anderen Menschen sind, dann können sie machen, was sie wollen. Ja? Aber bitte nicht da, wo im Stadion, wo wir ein geiles Derby sehen wollen und wir natürlich den HSV gewinnen sehen wollen. Und natürlich hat man da ein bisschen eine Sorge, aber da appelliere ich auch einfach, dass auch da man auch den nächsten Schritt, auch die Entwicklung macht und sehe aber auch Verantwortung jetzt nicht nur bei dem Derby, sondern allgemein auch ein bisschen der Fußball muss nahbar bleiben, der muss auch für die Fans bleiben da kann man auch wieder auch mehr tun, ja, muss man auch sagen. Also so ein bisschen Frustration kann ich da auch verstehen im Gesamten und fürs Derby, wie gesagt, muss das unten auf dem Platz gemacht werden und nicht woanders. Wie ist es innerhalb der Mannschaft? Jetzt hat man das Spiel gegen Greuther Fürth vor sich, hat aber natürlich dann auch im Hintergrund schon dieses Spiel gegen den FC St. Pauli, über das natürlich alle reden und auch alle weiterhin reden werden. Das kann man irgendwie gar nicht das kann man gar nicht so ganz zur Seite schieben wahrscheinlich. Wie ist es da in der Mannschaft? Wird da schon über dieses Spiel gesprochen oder ist das noch gar kein Thema? Darf es vielleicht auch gar kein Thema sein? Nee. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, da hat noch gar keiner drüber gesprochen. Natürlich, jetzt gerade heute dann vom Trainer nochmal angesprochen, dass wir jetzt zwei ganz, ganz entscheidende oder ganz, ganz wichtige Spiele haben, wo wir diese Scharte von gestern halt auch wieder auswetzen können. Aber wie man so schön sagt, wir denken von Spiel zu Spiel. Hat ja auch mittlerweile so einen Bart. Aber jetzt ist erstmal Greuther Fürth. Genauso auf der anderen Seite. Ich weiß gar nicht, gegen wen St. Pauli jetzt noch spielt. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, auch ihr Spieler. Habt ihr immer nur das allernächste Spiel genommen? Oder gab es da nicht auch mal Momente, wo ihr Champions League, keine Ahnung, was, Nationalmannschaft, Länderspiele, irgendwas? Natürlich freust du dich. Man kriegt Scholle, das doch gar nicht. Natürlich freut man sich auf gewisse Spiele. Und das ist natürlich auch ein Spiel, weißt du, ich glaube 2011 war das, ne, das Derby, was wir verloren haben und für einen Großteil der Fans ist es natürlich dann, ja, die Stadtmeisterschaft, sie sind der letzte Stadtmeister, so, und dann muss man ja aber leider, das ist ja so, man muss ja leider aufpassen, man kann sich ja nicht mal mehr so auf Spielerebene auch noch so richtig frotzeln, ne? So was eigentlich dazu, was ja auch denn das Salz in der Suppe ist,
Das können dann ja, da musst du immer im Hinterkopf haben, das nehmen jetzt vielleicht Fangruppen, die nicht nur für den Fußball da sind, sondern die dann sich irgendwie selber profilieren wollen und dann irgendwie mit diesen Spruchbändern, damit kann ich gar nichts anfangen. Ja. Das ist für mich hirnlos, sorry, sowas hat im Fußball eigentlich überhaupt nichts zu suchen. Sollen sie, wie Marcel gesagt hat, sollen sie sich irgendwo an der Elbe oder so am Elbstrand, können sie sich holzen, sollen sie machen, sollen uns aber in Ruhe lassen, die sich nur um den Fußball kümmern wollen. Ich würde es toll finden, wenn da auch viele Kinder da sind, das ist das Stadtderby halt, wenn die sich da irgendwie schminken und all solche Geschichten, was man halt gerne dann sieht bei solchen Spielen. Und Leidenschaft, da muss alles dabei sein, aber auch doch bitte nicht das, was sich jetzt schon einige da wieder irgendwie im Hintergrund, möchte ich gar nicht wissen, was sich da ausdenken oder sowas. Du meintest ja, ob man irgendwie ein bisschen Angst hat, dass es irgendwo eskalieren könnte. Ich glaube, dass die Sicherheitsbehörden da auch gute Recherchearbeit oder dass die da nah am Puls der Zeit sind und auch in den Fangruppen gut connected sind. Ich hoffe und wünsche denen natürlich, dass sie da eigentlich einen ruhigen Job machen können, dass sie die Leute schnell rausfiltern, die was anderes im Schilde führen, die einfach dieses Spiel kaputt, dieses Happening kaputt machen wollen. Die sollen bitte wegbleiben und ansonsten ja, müssen wir jetzt erstmal Fürth über die Bühne bringen und dann mit Volldampf auf das Derby. So viel Zeit bleibt dann nachher auch nicht. Stimmt, und dieses Fritz. Die Mannschaft kommt erst am Freitag um 5 Uhr, glaube ich, mit dem Zug wieder aus Fürth zurück. Dann aus Nürnberg. Genau. Und dann bleibt nur noch eine Trainingseinheit dann am Samstag und dann geht es am Sonntagmittag schon los. Ist etwas unglücklich, dass das vor dem Nordderby, vom Stadtderby halt. Ja, da gibt es dann aber auch, natürlich kann man den Spielern, ja auch, ja, ihr seid kaputt. Aber das meinte ich ja. Ich meine einfach diese Vorfreude. Also dieses normalerweise ja. Hast du diesen Hype ja eine Woche lang vorher und dann geht es wirklich an den Montag. Also selbst nach dem 0-5 würde es heute normalerweise schon losgehen, wenn St. Pauli das nächste Spiel wieder. Natürlich. Klar. Dann würde man jetzt schon in diese Richtung gehen. Trotzdem nochmal ganz kurz, du hast eine Aktion, müssen wir einmal ansprechen von dir. Ne? Du hast ja mal mit dem Lüneburger SK hier gespielt gegen den FC St. Pauli und hast einen Scherz machen wollen, der ein wenig falsch aufgefasst wurde, um es mal so. Ja, also ich hatte unter meinem Trikot vom LSK halt immer ein HSV-T-Shirt darunter. Und heutzutage hat man dann TechFit von Adidas und was weiß ich was, alles so darunter. Ich hatte so ein HSV-T-Shirt halt mit ganz dezenten Rauten. Ich glaube, das waren 30 oder 40 waren das. Und da hatte mein... Da hatte dann Ralf Sievers dann noch gesagt, oh, das ist ja aber hier gefährlich. Wir haben ja unter dem langen Lulatsch haben wir gespielt auf dem Sportplatz, als er noch Naturrasen war. Und gut, einige, St. Pauli hatte auch, St. Pauli Amateure, die haben auch so einen harten Fankern, die dann immer da sind. Und die wussten natürlich auch um meine Vergangenheit, dass ich eine Rothose bin. Und dann wirst du auch nicht nur mit Applaus empfangen. Und dann dachte ich so, ja, warte mal ab, wie das Spiel so läuft. Und dann habe ich gerade auch auf das Tor, wo die an der Seite standen, habe ich dann das 1-0. Wir haben 1-0 gewonnen. Und dann dachte ich mir, ja, zeig denen doch mal, ne, wessen Fan ich bin. Und das kam bei 3-4 Leuten kam das nicht so gut an. War ein riesen Polizeiaufgebot dann auf einmal da und haben mich dann vom Sportplatz bis runter zum Dammtor sind sie Spalier gefahren. Einer vor mir, einer hinter mir und ich mit meinem Silberpfeil, das war ein Corsa, dann mittendrin und dann haben sie mich so da weggebracht. Aber nun gut, letztlich, ich fand es jetzt nicht schlimm. Ich fand es auch in der Dimension, was dann daraus gemacht wurde, war es natürlich klar, dann wollten sie... St. Pauli-Anhänger wollten ihn ankragen und so ein Kram. Da kamen zwar ein paar Leute entgegen. Ich glaube, die wollten nicht mit mir reden, die wollten schon was anderes machen, aber nun gut, es ist Vergangenheit, ist eine tolle, witzige Geschichte gewesen. Ich würde es nochmal so machen, okay. Weil die im Rückspiel, da haben sie dann wieder gezeigt, wie kreativ dann auch St. Pauli-Fans sind. Da haben dann, ich weiß nicht, 30, 40 Fans, die dann irgendwie da waren, haben sich selber HSV Trikots oder T-Shirts so bemalt mit der Raute da drauf. Ich weiß, ich habe es mir jetzt nicht so genau angeguckt. Auf jeden Fall waren unsere Farben zu erkennen. Das ist dann halt auch der FC St. Pauli, die dann halt mit sowas dann halt mal ein bisschen kreativer umgehen. Ne? Mhm. Aber letztlich beim Rückspiel habe ich dann 2 Tore gemacht. Und 2-0 gewonnen. Ja. Bist du mal körperlich angegangen worden wegen eines Fußballspiels von irgendeinem Fan, von Fans oder von anderen Fangruppen? Nicht. Nö. Also gab's mal Drohungen? Hast du Drohungen beim bekommen? FC mal so als Gladbacher? Ja, da gibt's schon mal Drohungen oder so, aber das ist auch
Okay, nee, ich muss ja sagen, da bin ich immer ganz, ganz gut gefahren und auch nach der Niederlage. Bin da jetzt hier mit dem HSV damals. Auch nach der Niederlage. Ich bin da jetzt aber auch nicht wirklich ängstlich. Ja. Nee. Ist mir Wumpe. Ist ja ein Hühne. Da schaut man ja gar nicht. Ist ja einfach immer. Es gibt ja viele, die in der Gruppe stark sind, aber alleine dann wird es dann schwieriger und da muss man aber gar nicht drauf. Also, aber ich muss sagen, ich bin mit den Fans egal. Also ich bin ja auch nicht nur Spieler irgendeines Vereins, sondern auch Nationalspieler gewesen, dankbar und stolz für unser Land gespielt zu haben. Ich war in Köln im Stadion, ich war im Pony-Stadion. Ich muss sagen, als dann Sky-Experte, als Zuschauer, was immer, ich muss wirklich sagen, also es wird ja immer viel schlechter, ich bin immer Hut ab vor unseren Fans. Den wirklich ja 98% in Deutschland, egal wo und trotz Derby und dann wurde gefrotzelt, dann war ich HSV gegen Köln und dann natürlich die Gladbach-Fans und die Köln-Fans mit meiner Gladbach-Vergangenheit und dann haben wir da so ein bisschen, aber alles auf einem guten Niveau. Ich habe da Fotos, man konnte mich da ganz normal bewegen und ich finde es geil. Tradition ist geil. HSV hat eine, Pauli hat eine. Wir haben eine geile Stadt, wir dürfen hier Fußball spielen gegeneinander. Man darf es auch mal krachen mit Grenzen, sage ich immer. Und man dann kann sich auch frötzeln. Du hast dich mit Fabian Boll so ein bisschen aus Spaß. Eben, weil es geht ja alles. Ist ja auch, und er versteht es ja, uns auch ein guter Typ. Und er sagt ja auch, ja, wir haben einfach da auch nur einfach Glück gehabt. Natürlich ist das dann. Dann ist er schon wieder. Dann ist, ist ja auch wichtig dann und dann freuen die sich auch und dann frotzelt man zurück. Bolle sagt, ja, wir sind ja irgendwie der Stadtmeister. Ich sage, ja, dann konnte der ja endlich wieder Kommerz machen danach. Also muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wie Bene danach abgegangen ist. Ja. Ne, Plique. Ist er Jugendspieler oder Nachwuchsspieler bei uns gewesen und ist dann über verschiedene Stationen. Ich vergessen, wo sie herkommen. Ja, aber ich meine, das war ja auch letztlich. Im Anschluss. Wie muss dann man auch sagen. Sie haben gewonnen und sind abgestiegen. Ja, wobei ich für beide. Haben sie kein Spiel mehr nochmal, ich bleib dabei. Ich bin Vollblut HSV. Klar, meine meisten Spiele für den HSV gemacht. Ich lebe hier in der Stadt, ich liebe den Verein, aber ich kann auch was damit anfangen, dass wir einfach. Das Geile ist, dass wir diese zwei Vereine haben. Und ich will natürlich besonders erst recht dieses Spiel gewinnen. Das ist doch gar keine Frage. Aber es ist auch eine Besonderheit, die wir haben und wo ich hoffe, dass wir das auch irgendwann gemeinsam auch wieder in die Liga höher machen können. Weil ich lieber HSV und Pauli in der ersten Liga sehe als andere. Und das dann schön emotional, aber kultiviert. Ja, und da kann man auch mal schreien und sagen, Scheiß hier und Scheiß da, es gehört alles dazu, das ist normal und da bin ich auch Fan und da muss ich auch Fan sein und wenn das so abläuft, dann ist das auch alles okay und die extra Wünsche haben, die das als, gibt es ja auch mittlerweile ja auch, gibt es ja auch eine Weiterentwicklung, dieses, ich sag mal, Kämpfen, ob das dann im Käfig oder sonst wo gemacht wird oder mittlerweile ja auch Fangruppen, die mit Regeln aufeinandertreffen im Fernsehen. Ich weiß nicht, hab das mal gesehen, dass dann, na wirklich, auf als wir jetzt, naja, auf so T-Shirts und weiße T-Shirts. Genau, Frankfurt und Nürnberg war es, glaube ich, erwähnt. Ja, auch am Ausland natürlich viel und so. Das ist doch gut. Ja. Das ist da mit Schiedsrichter, mit Regeln, die machen es alle freiwillig und dann ist irgendeiner nachher der Stärkste und dann ist doch gut. Ja. Sollen sie auf die Glocke hauen, wenn sie es wollen, aber dann nicht in der Nähe der Leute, die es nicht interessieren. Nee, genau. Trotzdem, kommen wir nochmal einmal. Also einmal zusammengefasst, die Mannschaft weiß, was falsch gelaufen ist. Im Trainerteam wird daran gearbeitet. Im Verein auf Funktionärsebene bleibt es ruhig. Man vertraut dem, was da passiert. Und in Fürth, was passiert da, um jetzt zu den Tipps zu kommen, Marinus? Ja, wir gewinnen 2-0. Wir gewinnen 2-0. Marcel? Ich glaube, es wird ein bisschen enger, aber natürlich ein Sieg. Ich glaube, es wird ein 1-2, weil Fürth natürlich auch sehr heimstark ist. Aber ich denke, dass wir die Qualität haben, da 2 Tore zu schießen. Heute machen wir eine Ausnahme. Wir tippen nämlich noch ein Spiel, das Derby gegen den FC St. Pauli. Wie geht das aus? 4-3. 4-3. Zu Hause 4-3. Viele Tore. Da habe ich auf ein ganz, ganz starkes 2-0. Weil dann kriegt aber 0 unser, steht. Dann kriegt unser Trainer wieder graue Haare. Ey, 4-3 oder so. Also nee, 2-0 wär gut. Aber es sind ja 2x6 Punkte, damit kann, glaube ich, jeder hier in Hamburg dann am Ende auch leben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr hier wart. Und ja, wie gesagt, ne, hoffen wir darauf, dass ihr recht behaltet. Ne? In allen Dingen, auch in dem, was die Fans betrifft natürlich, hoffen wir alle. Ja, in diesem Sinne, wir bedanken uns auch bei euch fürs Zuschauen und wir werden uns dann die Tage wieder bei euch melden und hoffen, dass wir die Tipps, die wir hier eben gehört haben, in irgendeiner Form zumindest annähernd richtig am Ende erleben dürfen in Fürth und dann am Sonntag hier gegen den FC St. Pauli. Bis dahin, macht's gut, schönen Abend und bis bald.